Halli und Hallöchen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Episode bei Angezockt. Heute mit einem kleinen Indie-Titel, der vor kurzem auf Steam erschienen ist. Das Ganze kommt von den Machern von Risk of Rain. Wer das kennt, das war dazumals ein kleines, aber feines Roguelike 2D Jump'n'Run-Ballerspiel, sowas in die Richtung. War dazumals eigentlich ganz nett, hatte vor allem einen richtig geilen Soundtrack. Und jetzt sind wir hier bei Dead Bold. Was? Ich weiß nicht genau, was es ist. Es sieht irgendwie so aus wie ein bisschen Hitman in 2D. So ein bisschen. Was es zumindest mal hat, ist eine ziemlich interessante Story. Also Prämisse, wenn man mal so sagen will. Und zwar geht es darum, dass wir den Tod höchstpersönlich spielen, welcher ein bisschen angepisst ist, weil so Gesocks wie Zombies und Vampire nicht tot sind, obwohl sie eigentlich tot sein sollten. Und das sieht dann so aus, als ob der Tod seinen Job nicht vernünftig macht. Und ja, das pisst ihn ein bisschen an. Und deswegen zieht er los, um die Penner zu töten. Nochmal. Und ja, ob das auch vernünftig funktioniert und ob das überhaupt ein gutes Spiel ist, das sehen wir jetzt. Wir drücken noch nicht auf New Game, denn es gibt auch, das will ich noch dazu sagen, es gibt auch Custom Maps, die man sich runterladen kann. Ein paar davon gibt es schon im Steam Workshop. Aber die sind jetzt mal nicht so interessant. Wir klicken auf New Game und gucken einfach mal, was hier eigentlich abgeht. Another Night. Okay, und da sind wir schon. Dead Simple. Kill all undead. Okay, da sind schon ein paar Zombies. Einer guckt gerade in die Klotze, der andere presst gerade eine Wurst raus. Sehr schön. Und ich gehe weg. Macht's gut. Ach, geht leider nicht. Schade. Okay, aber Tür wieder schließen. Wo will ich überhaupt hin? Ich glaube, am allercleversten mal hier ein Messer schnappen. Der bemerkt mich gar nicht, oder was? Okay, einer tot. Aber der unten hat's bemerkt. Okay, das kriegen sie also mit. Ah, ich kann mich hier also auch verstecken. Oh, da kommt schon einer. Der hat mich jetzt natürlich gesehen. Das lief mal ein bisschen ungünstig. Ey, wie soll ich mit denen jetzt machen? Der knallt mich ja weg. Ja, okay. Ein Treffer, Mann ist tot. Fängt schon mal gut an. Das fängt schon mal richtig gut an, hä? Dann verstecken wir uns halt nochmal. Ich hoffe mal, dass er mich diesmal nicht sieht. So, geh mal los, mein Freundchen. Ja, der sieht mich natürlich. Ach. Vielleicht mal warten, bis er nachlädt. Wobei, der lädt viel zu schnell nach. Boah, ey. Ich schaffe nicht mal den ersten Level. Das fängt gut an. Das fängt richtig gut an. Kann ich das Messer eigentlich nicht irgendwie werfen? Aha, das geht also auch. Das geht also auch. Das ist doch gut zu wissen. Was kann ich mit dem Fernseher machen? Ach, auch. Deckung nehmen. Hier ist eine Wand. So, jetzt würde ich sagen, klopfen wir hier einfach mal an. Hallo, ist besetzt? Natürlich ist besetzt. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich mal kacken gehen. Oh, what? Oh, geil. Mal schön durch die Belüftung gehen. Oh, weg. Ja. So, jetzt kommt der Penner hier sicherlich gleich mal hoch. Wobei, ich könnte ihn ja eigentlich gleich überraschen, wenn er durchkommt. Wenn ich schnell genug bin, ist das alles kein Problem. So, jetzt muss ich nur... Wow, voll daneben geworfen. Mann, oh Mann, ey, das ist echt nicht einfach. Na gut, komm du mal. Zack, 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 zack. Schnell weiter. Hallo. Na komm, 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 komm. Komm zu mir. So, noch einer weniger. Und noch einer weniger. Habe ich jetzt eine Knarre? Ich habe echt eine Knarre. Wieso konnte ich mit der Knarre nicht schießen? Was? Mann, dass man sich schon im ersten Level so dermaßen dämlich anstellen kann. Das ist echt der Wahnsinn. Na, komm her. So, wieder einer weg. Noch einer weniger. Ah, okay, ich muss jetzt zielen mit dem Revolver. Na, dann warten wir doch mal auf den Kollegen. Der ist auch tot. Na, es geht doch alles ganz einfach. Ist ja alles kein Problem. Ein paar so Zombies abschnetzeln. Haben wir schon in so vielen Spielen gemacht. Das ist alles easy.
Okay, jetzt muss ich irgendwie einen Weg finden, da hochzukommen. Da kann ich doch sicher wieder durch die Lüftungsschächte gehen. Okay, meine Knarre habe ich noch immer. Ich klopfe hier jetzt mal an. Und hoffe einfach mal, dass ich den Typen einfach K.O. schlagen kann. Ja, das geht. Dauert zwar ein bisschen, aber es geht. Oh, darunter gehen wir jetzt aber nicht so clever. Da warten gleich zwei auf mich. Was ist, wenn ich hier reingehe? Ah, da komme ich hier rüber. Das passt. 9mm Pistole. Den nehmen wir doch mal mit. Ah, ich kann sogar mehrere Waffen mitnehmen. Das ist auch praktisch. Dann würde ich einfach mal sagen, ballern wir die Typen hier weg. Hallo! Noch einer weniger. Kommt der hoch? Der kommt hoch! Fucker! Mann, Mann, Mann! Checkpoints oder irgend sowas in die Richtung gibt's hier natürlich nicht. Das ist doch knallhart hier alles. So, klopf, klopf. Du kriegst auf die Fresse. So. Ruhe ist. So, gib mir die 9mm, danke. So, weg, weg. Wow, und die beiden da unten haben das jetzt gar nicht mitgekriegt. Wobei, er hat es wohl mitgekriegt, der versteckt sich. Ich mach jetzt einfach mal wieder die Tür zu. Und verpiss mich. So, wieder der weg. Wo geht er eigentlich hin? Mal, vielleicht dreht er sich jetzt mal um. Ach, der läuft die ganze Zeit im Kreis. Ach, leck mich doch. So. Jetzt ist zwar meine Munition alle, aber was soll's. Und wir können weiterziehen. Ach, und das war die erste Mission. Alles klar. Zeit: 5 Minuten 34, 6 Tote, 5 Kills. Nur 5 Kills? Das waren doch mehr. Genauigkeit 91%. Na, immerhin. Und ich habe Seelen bekommen. Was mache ich mit denen? 10 Stück. Oh, you're finally back. Wer sagt denn das? Der Kerzenständer. Hallo, lieber Kerzenständer. Okay, Licht funktioniert anscheinend nicht. Na gut, dann bleiben wir halt im Finstern. Sit and talk. Ja, mit wem denn? Choose Mission Achievements. Aha, na gut. Sind einfach nur die Steam Achievements, alles klar. Die sind jetzt nicht so mega interessant. Mit wem kann ich hier denn bitte schön reden? Ach, jetzt haben wir auch schönes Licht. The flames roar to life and the voice speaks out. Another life will return. What? My candles tell me tales. Undead form and blossom. Find their abode and knock. And free them from the jails. The flames never spoke in prose. Mission unlocked. Undead are easiest to kill when alone. Okay, Untote kann man am leichtesten killen, wenn man sie alleine sind. Irgendwie logisch. The fire licks and sneers. Undead, zombies included, must be helped towards the afterlife. Okay, wir sollen also den Untoten helfen, ins... quasi den Weg in die Hölle zu finden oder in den Himmel, wo auch immer sie dann hinkommen. Weiß ich doch nicht. Ich töte sie nur. Irgendwer anderer muss das dann entscheiden. Ist nicht mein Job. Noisy neighbors. Kill all undead. Okay. Zombie Kings. Sind das alle Missionen, die es gibt, oder kommt hier dann noch irgendwie mehr? Ich glaube, da kommt noch mehr. Ich glaube, das wird nicht alles sein, aber wir kümmern uns mal um die lauten Nachbarn. Denn wie jeder weiß, laute Nachbarn sind motherfucking nervig. Change Weapons, aha. Oh, schön in den Kofferraum geguckt. Ich habe aber leider nur meinen Revolver. Und den will ich doch gerne mitnehmen. Das hat so ein bisschen auch irgendwie was von Hotline Miami, so vor der Mission noch schnell in den Kofferraum gucken, ob noch irgendwas drin ist. So. Mal bald den hier. Klopf, klopf. Den kann ich doch sicherlich K.O. schlagen, ohne dass das irgendwer mitkriegt. Ja, geht doch. Jetzt trotzdem nochmal ein schneller Kontrollblick. Wo komme ich denn hier hin? Aufs Dach. Na. Klopf, klopf.
Fall doch mal um. Und ich verpiss mich wieder. Ja, hier ist wieder eine 9mm Pistole. Och, da stehen auch sehr, sehr viele in den einen Raum. Da oben warten sie, dass ich durch die Tür komme. Aber da komme ich nicht mehr durch, Freunde. So, die beiden mal weg. Was ist mit ihm hier eigentlich los? Der bemerkt das überhaupt nicht. Na gut, dann machen wir den... So! Goldnacki doch! So, jetzt muss ich trotzdem irgendwie die beiden Fratzen da oben machen. Und erledigt. Na, schön langsam komme ich doch ein bisschen rein in das Spiel. Es geht doch, es geht doch. Alles kein Problem, nur wo soll ich jetzt hin? Ah, return to your car, okay. Das hat wirklich so ein bisschen was von der Missionsstruktur von Hotline Miami, muss man sagen. Ein ganz kleines bisschen. Ja, wenn das jetzt nicht 5 Sterne sind, das sind keine 5 Sterne, nur 3. Das ist Beschiss. Das ist doch der totale Beschiss. Immerhin ein paar Seelen erhalten. Oh, jetzt haben wir hier auch ein... Wie heißen die Teile nochmal? Ein Phonogramm? Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich wusste den Namen mal. Aber momentan kann ich ihn in meinen Gehirnwindungen nicht finden. Nein, war das nicht Monogramm oder irgendwie so? Nein, ein Monogramm ist doch was anderes. Ist doch egal. Ach, jetzt ist die Mucke aus. Ja, machen wir Mucke wieder an. Funktioniert. Ist eigentlich der Lichtschalter? Nein, noch immer nicht. Da hat wohl jemand seine Stromrechnung nicht bezahlt, hä? So, gibt hier jetzt eigentlich auch wieder was Neues. Mehr Intel. There's a bouncer on the far side of the house. I can kill him to get his weapons. Okay, irgendwie ist also ein Rauschmeißer. In der nächsten Mission, und von dem kann ich mir die Waffen schnappen. Powders. A new drug called Ash. His candles say that it makes you feel like you're alive again. The flame is my employer. I want to know more. Okay, irgendeine Droge ist anscheinend im Umlauf. Und die macht es anscheinend, dass man sich wieder lebendig fühlt. Was das wieder mal heißen soll. Und die Flammen, was anscheinend die Auftraggeber vom Tod sind, möchten darüber gerne mehr wissen. So, hier noch ein bisschen was zu dem Rauschmeißer. Large Zombies with Shotgun. Takes a few shots to the head to bring them down. Okay. Wir sind dann also schon ein bisschen stärker als wie das Standard-Gesocks, was ich hier jetzt gerade getroffen habe. Na gut. Dann mal los. Can't touch this. Can't touch this. Roland said no. Ja, wer zur Hölle ist Roland, dass er sowas bestimmen kann? Ja, ich kann natürlich mal wieder... Habe ich jetzt einmal meine 9mm mal dabei oder... Nein, immer nur mein Revolver. Fuck ey. Ein Hammer. Na gut, den nehmen wir doch gerne mal mit. Klopf, klopf. Okay, du kannst gerne auch noch herkommen. Der da oben versteckt sich. Ich möchte aber gerne, dass die herunterkommt und ich warte hier jetzt mal. So. Alles kein Problem. Nur wie locke ich den Bastard hier jetzt weg? Das funktioniert irgendwie nicht so wirklich. Ich gehe mal durch den Lüftungsschacht. Ah, von hier aus komme ich rüber ins Bad, wenn ich da nach unten gehe. Die komme ich nur hier oben hin. Was mir schlussendlich eigentlich überhaupt nichts bringt. Licht an, Licht aus. Ach, hier funktioniert der Lichtschalter. Okay, das ist jetzt einer von den Bouncern. Oh, die muss ich aber... Da nehme ich doch gerne mal meinen Revolver, hä? Ach, versuchen wir einfach mal mein Glück. Mein Glück war gut. Oh, der kommt runter. Nein, der kommt doch nicht runter. Die Drogen nehmen wir natürlich mal mit. Und jetzt ist unsere letzte Aufgabe, den ganzen Rest noch zu töten. Ach, aber in der Shotgun habe ich nur 2 Schuss Muni. Das ist aber nervig. Na gut, dann können wir uns gleich mal um...
Und tschüss und tschüss. Irgendwie nachladen geht ja nicht. Zumindest nicht auf R, was normalerweise der Standard ist. Na gut, dann wieder Revolver. Ich habe auch nur noch einen Schuss mit dem Revolver. Eieieiei. Na gut, so geht's auch. Komm mal her. Eine Kassette freigeschaltet. Was mache ich denn mit einer Kassette? Nee, gib mir wieder den Hammer. Klopf, klopf. Stage clear, return to your car. Dankeschön. Ja, läuft doch eigentlich momentan ganz gut. Bis jetzt. Nach kleinen Startschwierigkeiten könnte man sagen, alles kein Problem bis jetzt. Wobei ich trotzdem glaube, dass ich nicht wieder 5 Sterne bekomme. Wieder nur 3. Das ist doch Bullshit. Ich weiß noch immer nicht, was ich mit den Seelen machen soll. Hey, was machst du denn? Ach, jetzt kann ich mir hier Kassetten anhören. Ich finde es echt nett von dir, dass du mir hier die Wohnung einrichtest. Zombie Nummer 1. Klick. I wake up. Cold water. Dogs again. Splinters in my hand, bla bla bla. Okay, aber ich würde sagen, wenn das hier noch ein angezockt Video ist, dann müssen wir das jetzt nicht unbedingt alles lesen. Wir wollen ja immerhin ein bisschen was vom Spiel sehen. Und da ist die Hintergrundgeschichte jetzt nicht so unbedingt das Interessanteste eventuell. Das haben wir wieder für einen Intel. I see two entrances to the house. The left entrance has less zombies, but the right entrance has more weapons. My choice. Okay, links weniger Zombies, rechts mehr Zombies, dafür aber auch Waffen. Wir werden sehen, was wir machen. New gun, I see visions of Charon the Ferryman. We may be interested in the souls I have collected for our mutual employer. I should see him at the docks before my next mission. Ah, okay, wenn wir also zu Charon gehen, deren Fährenmann, der, wie jeder weiß, die toten Seelen über den Fluss bringt, also über den Styx. Der verkauft mir Waffen. Gut zu wissen. Charon lives at the docks. I can exchange souls for weapons before I accept missions. Ja, da wollen wir doch gerne mal hingucken. Da muss ich aber schätze ich mal meine Bude wieder verlassen. Ob ich mir mit 50 Seelen überhaupt irgendwas leisten kann? Ich weiß es nicht. Weiß ja nicht, welche Wucherpreise Charon hier anbietet. Death and Taxes. High Fire Rate. Hält 14 Kugeln. Okay, kann ich mir alles nicht leisten. 80-80. Ja, die 9mm könnte ich mir leisten. Ich glaube aber, besser wäre eigentlich eine Nahkampfwaffe. Kaufen wir einfach mal den Hammer. Dann kann ich mir die 9mm auch noch leisten. So. Jetzt habe ich wieder 20 Seelen für irgendwas bekommen. Hoppala. Dann bin ich mit der Maus ein bisschen an mein Glas gestoßen. Das sollte ich besser vermeiden. Ansonsten kippt hier noch alles um. Und dann ist alles nass. Und gar nichts funktioniert mehr. Und das wäre scheiße. Oh, eine schallgedämpfte 9mm. Das wäre natürlich geil, aber die kostet auch. Die kostet auch. Und das kann ich mir nicht leisten. Oh, die Sense. Die Sense wäre natürlich geil. Kostet aber 200. Ist fucking teuer. Fucking Wucher, Charon. Fucking Wucher. Ja, na gut, ein bisschen was konnten wir uns leisten. Und wir machen uns auf zur nächsten Mission. Wir haben diesmal Smoke Signals. Let's get the attention of the leader. Burn all their drugs. Also alle Drogen verbrennen. Aber vorher eventuell noch ein bisschen was selbst einwerfen. Hä? Ein bisschen Party machen? Ja, das würde dir doch gefallen. Gut, das lassen wir mal so. Ich rüste mal den Hammer aus. Hier jetzt so reinstürmen wäre keine gute Idee. So, wie war es nochmal? Links weniger Zombies, aber rechts mehr Waffen oder wie oder was? Okay, da steht zumindest schon mal ein Drogenpaket. Kann ich eigentlich... Ach, versuchen wir es einfach mal. Den Dicken mit dem Hammer weghauen. Das funktioniert. Immerhin. Und dafür gab es sogar ein Achievement. So, der kommt jetzt sicher runter. Ist auch gleich mal weg. So, das fackeln wir mal ab. So, kann ich die beiden Motherfucker eigentlich so schnell überraschen? Nein, kann ich nicht.
Da bin ich definitiv nicht schnell genug. Na gut, machen wir nochmal den Bouncer weg. Der geht ja immerhin easy. Der da oben hat das jetzt gar nicht mitgekriegt. Von mir aus. Kann ich den Kühlschrank aufmachen? Ah, da kann ich auch Deckung nehmen. Schön. So, Licht aus. Wir wollen ja immerhin im Dunkeln bleiben. So, du bekommst mal schön meinen Hammer in die Fresse. Ach, kann ich den Hammer nicht wieder aufnehmen? Das ist scheiße, hä? Na gut, dann her mit der Schrotze. So, ich habe ja immerhin noch immer meine 9mm. Ich könnte mir aber auch einfach hier mal schnell ein Messer holen. Noch bitte eine Etage höher. Dann würde ich sagen, überraschen wir den Penner hier einfach mal von hinten. Wobei, wo geht denn der jetzt hin? Jetzt ist er wieder komplett unten. Mann, 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 gehst du mir auf die Nerven, ey. Jetzt kommt er wieder hoch? Natürlich. Wow. Mein Messer bleibt in der Leiche stecken. Was für ein Scheiß. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Ich möchte gern über unseren Erlöser Jesus Christus mit Ihnen sprechen. Ja, komm runter. Dankeschön. So Leute, weg mit euch. So, wo geht der jetzt hin? Der kommt jetzt runter. Jetzt hatte ich ein bisschen Schwein. Meine Fresse. So, wie mache ich euch hier jetzt? Zwei Penner stehen total beschissen. Einfach mal reinballern wäre natürlich mal ein Plan, hä? Und funktioniert auch ganz gut. Wir nehmen Munition wieder mit. Ups. Eigentlich wollte ich nur die Drogen abfackeln. Da ist wieder einer mit einer Knarre. Aber ich muss sagen, die Aussage von dem Intel war irgendwie auch nicht ganz richtig, dass rechts weniger, also mehr Gegner sind dafür, mehr Waffen. Ich meine, ja, hier sind mehr Waffen, aber mir kommt vor, wie wenn hier mehr Gegner sind, als auf der rechten Seite. Also irgendwer hat mir hier bescheuerte Informationen zugeliefert. Hallo. So, erledigt. Ah, jetzt kommt der hoch. Na gut, dann machen wir dich auch weg. So, kann ich jetzt irgendwie die beiden von da unten hochlocken? Also zumindest mal einen. Ich will da ehrlich gesagt jetzt nur ungern runtergehen. Gehen wir nochmal zurück und kommen von unten. Ist, glaube ich, irgendwie der sicherere Plan. So, so. Und jetzt bloß keinen Scheiß bauen. Wir wollen ja immerhin nicht nochmal von vorne anfangen. Das hat gut funktioniert. Und man merkt auch jetzt schon, Headshots funktionieren um einiges besser. Aber hier jetzt aus der Toilette springen wäre eine blöde Idee. Ach, der Bouncer hier nervt. Der Bouncer nervt. So, hört das hier irgendjemand? Nein. Und natürlich ist die Klotür offen. Was auch hart sackt. Mir hier mal überall das Licht aus, dann sehen sie mich nicht. Keine Munition mehr! Nein! Boah! Genau beim letzten Penner. Mann, 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 Mann. So, du da oben, kommst du bitte runter? Kommst du runter? Na geht doch. Dankeschön. Ups, natürlich mal nicht vergessen, die Drogen abzufackeln. Oh, der kommt jetzt runter. Wo gehst du hin? Ach, jetzt versteckt er sich hier.
Mann, ey. Du willst mich momentan verarschen jetzt, oder? Versteckt er sich wieder hier. Mann. Leute. Ihr macht es einem aber auch nicht unbedingt leicht. Okay, die sind erledigt. Muni spare ich mir jetzt momentan mal auf. Hey, ich habe den auch getroffen. Hey, ist gut gelaufen. Das ist mal gut gelaufen. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Muni übrig. Ach, und ich habe schon wieder vergessen. Hier, anzünden, alles anzünden. Ach, jetzt kann ich wieder alle zurücklaufen. Na gut, aber wenn ich schon hier bin, dann kann ich mich gleich um die hier unten kümmern. So, weg. Dann sind jetzt eigentlich nur noch wieder mal die beiden da oben übrig. Frage mich. Geh doch runter. Geh weg. Geh in Deckung. So, der ist erledigt. Einen Schuss habe ich noch. Jetzt kommt der wieder nicht nach unten. Wieso geht der jetzt nach oben? Was macht denn das für einen Sinn? Du bist total bescheuert, mein Freund. So, kommt der jetzt vielleicht nach unten? So, weg mit dem. Alle erledigt. Munition ist auch alle. Aber die können wir ja immerhin wieder einstecken. So, Mission geschafft. Sehr schön, auf zur nächsten. Was gibt es diesmal für eine Bewertung? Wahrscheinlich ein Stern. Denn so gut war es nicht. Naja, immerhin wieder 3. Immerhin. Seelen 50. Kann ich mir dafür irgendwas leisten? Bei meinem guten alten Kumpel Karon. Messer brauche ich nicht, ich habe meinen Hammer. Mausgun, 0,25 mm. Hat nur 2 Kugeln, bringt mir das irgendwie viel? Shotgun. Hält einen Schuss. Für was sollte ich mir die kaufen? Oder kann ich die Sekundärwaffen irgendwie nachladen? Ich weiß es nicht. Probieren wir es aus. Ich kaufe mir einfach mal die Mausgun hier. Dann können wir das zumindest mal abchecken, ob das bei den Sekundärwaffen funktioniert. So, ach ja, natürlich wieder Intel angucken. Wäre doch sicherlich ganz interessant. The candles tell me that Puff keeps an old machine gun in his basement. Something he stole from the Tri-Deads. Sind das sowas wie tote Triaden oder keine Ahnung? I'm sure it still works. Also Puff hat eine alte Maschinenknarre im Keller. Die können wir uns natürlich holen. Was gibt's zu Puff? Shadows cast along the wall and the flames show me silhouettes of Puff's death. This is the first time my employer has given me a specific target and I succumb to the thrill. Okay, jetzt müssen wir also ein ganz spezifisches Ziel ausschalten. Also nicht mehr einfach reinlaufen und alle töten, nein. Es muss jemand ganz Bestimmtes dran glauben und zwar der gute alte Puff. Was für ein bescheuerter Name. Aber gut. Wo ist denn Puff? Puff ist da oben. Roland, pick up! Roland hebt nicht ab. Roland ist ein kleiner Motherfucker. Wer ist überhaupt dieser Roland? Den hatten wir vorhin auch schon mal. So, ich will jetzt einfach nur mal hier bei der Mausgun probieren. Nee, geht nicht. Geht echt nicht. Für was zur Hölle brauche ich die Waffe dann? Hallo Leute. So. Mach die Mausgun wieder weg, die bringt mir ja überhaupt nichts. Wir nehmen uns wieder den Hammer. Denn das ist hammerhart. Okay, und da liegt anscheinend das Maschinengewehr. Jut. Ach nee, da ist das Maschinengewehr, was ist denn das hier dann? Könnte eine Schrotflinte sein. Vielleicht. Aber nur vielleicht.
So, wie mache ich euch beiden hier jetzt? Ich glaube, da muss ich echt zur Knarre greifen, hä? Du da unten, komm hoch. Danke. Oh fuck, jetzt kommt der Dicke auch noch. Und jetzt habe ich keine Schuss mehr. Jetzt habe ich nur noch meinen beschissenen Hammer und der hat eine Schrotflinte. Oh mein Gott. Hier hinten sieht er mich sicherlich nicht. Bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht, der wird mich sehen. Tja. Jetzt wäre vielleicht die Mauspistole gar nicht mal so schlecht gewesen. Dann hätte ich immerhin noch zwei Schuss gehabt. Und mit der hätte ich ihn weghauen können. So, weg, weg. Das hat mal wieder keiner mitgekriegt jetzt, oder was? Na gut. Das soll mir recht sein. Okay, kann ich nur nach oben in dem Raum. Das will ich ja gar nicht. Wie mache ich die beiden da unten? Hier einfach mal huhu, huhu. Einfach mal ein bisschen angelockt. Oh, der kommt. Ach, weg mit dir. Okay, das hat jetzt der da oben gehört. Wäre aber ehrlich gesagt lieber, wenn der Bouncer mal runterkommen würde. Ja gut, dein Kollege tut's auch. Dann warten wir auf den Bouncer hier einfach mal. Dann kommt er so weg. Oh, die Maschinenknarre nehmen wir natürlich mal mit. Die Drogen hier kann ich nicht irgendwie abfackeln. Ach, das ist ja jetzt momentan gar nicht mein Ziel. Ich soll ja Puff töten. Das sollte ja mit der Tommy Gun jetzt ja mal kein so ein großes Problem sein, oder? Vorher muss ich aber den hier irgendwie wegmachen. Da schnappe ich mir aber doch gleich mal den Hammer. Oh oh. Kommt hier runter? Ich warte schon. Nein! Ich habe vergessen zu zielen. Ach, war das dumm. Das war sowas von dumm. Na, fall doch endlich mal um. So, mal kurz locken hier. Mich hat keiner gesehen jetzt, oder was? Ja, jetzt aber. Komm doch hoch. Boah, du willst mich verarschen, oder? Hallo? So, weg mit euch. Jetzt kommt der eine hier. Ah, oh, den habe ich jetzt total übersehen. Ich hoffe nur, der kommt hier noch runter. Nein, der versteckt sich natürlich hinter dem Fernseher. Ihr regt mich auf. Ein ganz kleines bisschen. Kann ich die... das hört keiner. Wenn ich hier rumballere. Echt jetzt. Und tschüss. Wow, jetzt kommen alle angelaufen. Dann stelle ich mich doch schon mal mit der Tommy Gun bereit. Wie viel halten die denn aus? Meine Güte. So, jetzt lebt eigentlich nur noch Puff. Da schnappe ich mir aber noch mal schnell zwei Schuss für die Schrotze. Dann hauen wir dem mal eine Ladung rein. Und Puff ist tot. Sehr schön. Was hat denn der da für eine Knarre eigentlich? Eine 10 mm, also irgendwie so eine Art Desert Eagle oder irgend sowas. Oh, man kann auch Lichter ausschießen. Aha. Das geht also auch. Das ist mir neu. Ups, eigentlich sollte ich hier irgendwas machen. The desk has filling cabinet. Maybe there is useful information here. Ja, gucken wir mal. I pull open the cabinet, there are two separate tabs. Stuff und more stuff. Gut markiert. Full of loose papers, heilige Scheiße. Paper, basic financing, interessant. Useless. A
poorly drawn picture of a naked vampire. Sehr schön. Ah, das sieht doch schon mal interessanter aus. Der address scribbled across the top. This must be the address of the Zombie Kings. Ja, das können wir gebrauchen. Und wieder was Unnützes. Und im zweiten Fach ist auch nichts Interessantes, also können wir wieder abhauen. Wieder zurück zu unserer Karre. Unserer geilen Karre, möchte ich mal sagen. Sieht schon schick aus. Und wenn wir schon mordend herumziehen, dann zumindest mit Stil. Oh, nur 2 Sterne. Bleh. Das ist aber doch ein bisschen wenig. So, Mission Intel. Hellhounds are 3-headed dogs. Oh wow, jetzt kommen Hunde auch noch. But they can't open doors. Ja, wäre auch blöd, wenn Hunde das könnten. Okay, mehr gibt's nicht. Okay, jetzt kommen also Hunde. Die hören gut und riechen gut, aber können keine Türen öffnen. Kann ja nicht so kompliziert werden, hä? Kann doch nicht so kompliziert werden. Da sind sie schon, die dreiköpfigen Motherfucker. Frage ist natürlich, kann ich die weghämmern? Pam, pam! Nein, kann ich nicht. Hämmern funktioniert nicht. Gut. Oh, wo komme ich hier hin? Auf die andere Seite. Die halten ganz schön viel aus. 3 Schuss für einen blöden Hund. Also pro Kopf quasi 1 Schuss. Gut. Wenn ihr das so haben wollt, bitte sehr. Okay, gibt es hier irgendwo Knarren, die ich mir nehmen kann? Komme ich hier überhaupt hin? Ich hoffe, ich komme hier. Ja, genau da, wo ich hin will. Sehr schön. Ups. Ach, jetzt habe ich meinen Hamm verschwendet, weil ich mich verdrückt habe. Scheiße. Na gut, hier gibt es zumindest wieder Muni. Oh, das ist sogar eine Uzi. Danke. Hier nehmen wir ein Messer. Ach, da oben auf dem Dach sind auch noch 2. Oh, die hätte ich jetzt total übersehen. So, der mal weg. Kommt der Hund hier irgendwann auch mal runter? Okay. Aha, da kann ich Gegner anlocken. Will ich das? Bin mir nicht so sicher. Hey, der hat das Licht wieder angemacht. Was soll denn das jetzt? Der knallt euch gegenseitig weg. Das tun sie natürlich nicht. Oh, wie mache ich den Dicken jetzt weg? Kommt der runter? Der kommt runter. Okay, der ist weg. Muss ich mich nur noch irgendwie um die beiden hier kümmern. Ach, gut Glück. Scheiße. Na gut, ich habe noch immer meine Uzi. Geht auch. Funktioniert doch auch. Jetzt steht eigentlich nur noch einer. Nur noch der eine Typ auf dem Dach. Und tot. Easy. Kein Problem. Auch mit Höllenhunden. Kein Problem. So, wo war jetzt mein Auto nochmal? Hier links, oder? Ups, da ist ja noch immer die Tür zu. Okay, Mission geschafft. Follow the Hounds. Aber wenn das jetzt mal keine gute Bewertung abgibt. Schon wieder nur 3. Was mache ich falsch? Ich weiß es nicht. Ich erfülle doch jedes Ziel. Mann, 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 Mann. So, was haben wir denn diesmal? Intel. The zombies have hung up security cameras. Toll, jetzt kommen die Kameras auch noch dazu. They don't do much but will scream if it sees me for too long. I will avoid them or shoot them down. Guter Plan. Candles are the eyes and ears of the flames, always observing and bringing information. Aha. Gut, aber ich würde sagen, wer herausfinden will, wie die Überwachungskameras in dem Spiel funktionieren, der kann sich's einfach selbst besorgen. Wie gesagt, über Steam kostet 10 Euro, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, es sind 10 Euro. Und ich muss sagen, für den Anfang hat Spaß gemacht. Das macht Bock. Das werde ich jetzt auch noch ein bisschen weiter zocken.
Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.